Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jean-Pierre Zimmer von der Firma Motorenzimmer und heute haben wir hier ein sehr spezielles Auto mit einem ja außergewöhnlichen Problem direkt nach einem Service. Und das Fahrzeug ist ein SLS AMG GT Final Edition. Die Fahrzeuge zeigen sich da drunter aus. Klar, dass es einer der letzten Fahrzeuge ist. Die haben eine leichte Leistungssteigerung und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Carbon und ein bisschen mehr Carbonflügel. Und wenn er nach diesen Fahrzeugen guckt, die Fahrzeuge sind eigentlich sehr selten auf dem Markt zu finden, gerade als Coupé und nicht als Roadster. Also Roadster ist im Verkauf ziemlich mehr auf Mobile. Also ich gucke immer auf Mobile und die sind auch eine andere Preisliga unter den SLS-Fahrzeugen. Offensichtlich ein sehr beliebtes Anlageobjekt. Gut, jetzt speziell zu diesem Fahrzeug. Der Kunde fährt sehr sportlich mit diesen Fahrzeugen unter anderem. Also ich weiß nicht, ob direkt mit diesem, aber er kann sehr sportlich fahren. Ich verrate da jetzt nicht zu viel. Ist auch, ich sag mal, in der sportlichen Szene tätig. Und ich habe einen Anruf gekriegt über einen Motorsportkollegen tatsächlich und sagte mir, Mensch, darf ich deine Nummer weitergeben? Ich habe da einen Bekannten, der hat ein Problem. Der steht mit seinem Wagen in der Schweiz und ist aber ein deutsches Fahrzeug tatsächlich. Und der steht jetzt da und der Wagen hat direkt nach dem Service irgendwann angefangen zu klappern und ist dann tatsächlich bis in die Schweiz irgendwie gefahren, von, ich glaube tatsächlich auch von Frankfurt aus, und klappert jetzt immer mehr und er möchte den Wagen nicht mehr starten und er hat auch irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Gut, ich sage, pass auf, gib die Nummer weiter. Ich mit demjenigen gesprochen, wie gesagt, ich kannte den Kunden bis dato noch gar nicht und er hat mir das Ganze geschildert, sage ich, puh, okay, ich sage, ich kann da jetzt nicht wirklich viel zu sagen, ich muss den Wagen da haben. Ja, dann würde der Wagen eventuell über einen Sammeltransport bei uns angeliefert werden. Das würde 3 Wochen dauern. Da sage ich, stopp, Moment mal. 3 Wochen, ein Sammeltransport, ein AMG SLS Final Edition? Ich sage, ganz schlecht. Ja, wieso? Weil ich sage, wo steht denn der Wagen? Ja, jetzt hinten irgendwie in der Garage. Ich sage, den Wagen muss man immer starten, damit man diesen Wagen bewegen kann. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Man muss dieses Fahrzeug starten, damit man auf neutral schalten kann, weil das Getriebe erst den Druck, der im Torque-Tube braucht, also er braucht erst Umdrehung vom Motor, um in dem Getriebe den Gang herauszunehmen. Das jedes Mal. Ja, wir werden das dann später ein bisschen anders praktizieren. Wir werden hier einen Radfreilauf draufbauen. Das wird euch dann später der Axel zeigen. Und wir haben auch schon, oder ich habe auch schon eine erste Vermutung, was hier sein könnte, aber der Motor klappert wirklich massiv. Und der Wagen steht jetzt hier seit einigen Tagen, ist dann, um das jetzt mal zu Ende zu führen, nicht über einen Sammeltransport gekommen, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, das Auto im Sammeltransport, am besten noch ein LKW, wo dann 10 weitere Autos oder 8 weitere Autos draufstehen, das geht gar nicht. Ich sage, bitte guck, dass du das mit dem Exklusivtransport angeliefert kriegst. Ein geschlossener Anhänger am besten direkt aus der Schweiz zu uns. Dann wird der Wagen, nimmt keinen größeren Schaden. So brauchst du diesen Wagen noch maximal 2-mal starten. Einmal auf dem Anhänger drauf, einmal bei uns vom Anhänger runter. Und dann sind wir den Wagen dann auch ziemlich direkt gleich hier rein. Und deswegen steht dieser Wagen auch von den Videos her bestimmt schon so 2, 3, 4 Videos hier im Hintergrund. Jetzt haben wir dafür mal Zeit, danach zu gucken. Und das werden wir jetzt tun. Also, wie gesagt, der Wagen klappert. Axel kam auch gleich mit der Idee, weißt du was, wenn wir den jetzt noch einmal starten, wir werden ihn jetzt genau noch einmal starten, dann schließen wir jetzt gleich einen Öldruck, Manometer an, mit einer speziellen Adaptierung, und das seht ihr jetzt. Axel, willst du das gleich mal in die Wege leiten? Ja, wie gesagt, ist halt immer alles ein bisschen speziell und ihr seht ja dann auch immer schon relativ schnell die Problematik bei so einem Fahrzeug. So ein Fahrzeug hat dann halt Flügeltüren und da muss man echt immer so ein bisschen genauer mitarbeiten. Du hast noch gar nicht gesagt, wie viel Kilometer der hat. Der hat nicht viel, ne? Nee. Ich glaube, das war irgendwie um 12.000. Oh ne, 28.303 Kilometer. Echt? Wirklich jetzt? Wir hatten schon mal einen da mit 7.000, glaube ich, oder so, ne? Auch ein Final Edition. Auch ein Final Edition. Ja.
Für mich absoluter Traum, dieses Auto. Also wirklich, wenn es ein Auto gibt, was mich dann nochmal reizen würde, selber zu besitzen und ich sag mal so ein Wunschtraum, aber das ist echt fernab von jeglicher Realität bei mir, vom Preis her. Aber das ist natürlich super geil. Ne? Also dieses Auto, super, super, super gut. Die haben dann auch nochmal, ich glaube, 30 PS mehr Leistung gehabt. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ich halte die Haube hier fest. Axel schraubt mal gleich hier das Ölfiltermodul drauf. So, also wir werden jetzt hier den Ölfilter bzw. die Ölfilterkappe oben einmal rausschrauben. Und da kommt ein Messadapter drauf. Ja, ich halte das fest. Ich halte das jetzt dauerhaft fest. Das war da. Ja, da musst du hier, da musst du den da hinlegen. Alter, Ölfilter. Jetzt, guck mal, ob wir den Ölfilter angucken, ne? Also ich wollte gerade sagen, der Wagen, glaube ich, hat maximal 400 oder 500 Kilometer gelaufen. Wir haben die Rechnung dazu. Ich will da jetzt nicht unbedingt zeigen, wo der gewesen ist beim Service. Wir müssen jetzt echt erstmal gucken, das ist direkt nach dem Service aufgetreten. Na, jetzt gucken wir uns auch gleich einmal den Ölfilter an, Axel. Ich würde dir ja jetzt einen Lappen bringen, aber ich kann jetzt hier meine Position nicht verlassen. Ja, nimm mal die Sekundärluftleitung da so ein bisschen weg. Kannst du die einmal so ein bisschen beiseite hängen? Ah, guck, ist auch abgegangen, der Schlauch. Dann nervt er uns wenigstens nicht. Guck mal, der Dichtring. Hast du gesehen? Guck mal, wie der Dichtring sich verwirft. War aber dicht. Was sind da für viele Späne drin? Hast du das gesehen? Nimm mal bitte die Ratsche da raus. Ja. Nimm mal den Schoner da raus. Das sieht nicht gut aus. Das hat mir gerade überhaupt nicht gefallen. Haben wir eine schwarze Auflage? Uah. Nee. Ich will einfach, wo war ein bisschen sehen, ob da Späne, was da rauskommt. Da war eben gerade, also das Öl sieht gut aus erstmal. Ah, ich habe da eben gerade auf dem Schlag unten drin. Ich weiß nicht, ob das einfangen kannst. Guck mal unten auf die Filterpatrone. Wir brauchen einen grauen Hintergrund, ne? Ja, aber warte mal. Weil das, glaube ich, spiegelt dann bei dir. Siehst du das hier? Mhm. Auch da relativ viele Metallpartikel in ja, kleinen. So, wisst ihr was? Ich habe jetzt rechtzeitig dran gedacht. Ich ziehe mir erstmal ein paar Handschuhe an. In der alten Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, hatten wir genau das. 100 Kilometer nach dem Ölwechsel kam der Kunde. Und dann... Was war da? Finito la Musica. Finita la Musica. Und warum? Lagerschaden. Finito? Finatas? Jetzt halt, lass mich durch. Finita. Finita. Finita la Musica. Also, Schlussende Motorschaden. Also, witzigerweise, Lukas, du kannst dich auch noch dran erinnern, wir hatten letztes Jahr auch einen Anruf, auch von einem SLS-AMG-Kunden. Was hat er gesagt? Direkt nach dem Ölwechsel. Ja, ja. Ganz große Klappergeräusche, der war zweimal beim Händler und hat sich nicht so gut angehört. So, jetzt guck mal bitte hier oben drauf. Brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Das ist messing, ne? Das ist alles so. Ich dachte, so eine Emulsion aus. Nee. Oh. Also jetzt, also. Das kann jetzt auch nicht vom Kurzstart kommen, sowas. So, pass auf. Also pass auf. Jetzt mal ganz unter uns. Die Idee war jetzt, boah, ey. Guck mal, was da unten rausläuft. Ey, ich wollte es gerade sagen. Brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren, ne? Das ist richtig schön Lagerschale. Woher weißt du, dass das Lagerschale ist? Ich hätte die Farbe, hätte ich gesagt. Ich wüsste nicht, was sonst im Motor so eine Farbe hat. Also, da liegt Axel natürlich genau richtig, weil, guckt mal, hier sehen wir ein goldgelbes, sauberes Öl und das hier sieht gold-kupfer-messingfarben aus. So, jetzt müssen wir dreimal überlegen, was haben wir denn? Guck mal, wir haben hier nebenbei haben wir einen Motor auf. Ja, jetzt nicht repräsentativ oder irgendwas. Guckt euch mal diesen Motor an. Dieser Motor hat einen Kopfdichtungsschaden. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Materialien in so einem Motor an. Klar ist das ein Graugussblock, aber was haben wir denn? Hier haben wir eine Stahlkurbelwelle. In dem Fall hätten wir da einen Aluminiumzylinder. So, alles silberne Materialien. So, und wenn wir dann weiter gucken würden, eine Lagerschale ist
aus verschiedenen Materialien. Klar, da haben wir Blei drin, Blei ist auch, ja, ich sag mal, auch silberfarben, aber dann haben wir eine Messing-Kupferlegierung haben wir da drin und das macht genau die Farbe. Also die Idee wäre jetzt gewesen, Axel und ich, weil wir hatten den ja einmal ganz kurz gehört, den Motor, und da hätten wir gesagt, naja, eventuell kann das auch ein Nockenwellenversteller-Ballern sein, aber es hat sich schon ein bisschen seltsam angehört. Ganz ehrlich unter uns, wir brauchen jetzt dir kein Öldruck messen. Das Ding geht dahin, wo das selbst gemacht wurde. Und, wir brauchen, na gut, das ist eine ganz andere Sache. Wir brauchen jetzt hier auch kein, auch nicht laufen lassen. Kein Motor öffnen, wir brauchen auch keinen Öldruck messen. Wir werden dieses Auto gar nicht mehr starten. Das hat sich hier erledigt. Also das ist jetzt super, dass wir jetzt hier, ich sag mal, ein Beweisvideo haben. Da haben wir ein echtes Problem. Und der ein oder andere wird sich daran erinnern, was habe ich in den letzten Videos immer gesagt, wo ich auch von Betriebskollegen belächelt wurde. Wir erinnern uns mit der Luftblase im Ölkühler, oder? Mhm. Ja, dass ich weiß, wie der Ölkreislauf bei so einem SLS aufgebaut ist. Gar keine Frage. Aber es ist immer ein Riesenthema, nach einem Service vernünftig den Ölkreislauf, den Wagen ganz lange im Stand laufen lassen, ohne Belastung, dass sich dieses ganze System einmal vernünftig entlüftet. Gerade beim SLS. Es ist auch völlig egal, ob es ein SLS, ein AMG GT, ein C63 mit einem großen Ölkreislauf, wo man eventuell den Ölkühler sogar leer laufen lassen hat. Ja, ich kenne Internetseiten, da ist ein Ölwechsel hervorragend beschrieben. Die bewerben das Ganze, wie man hervorragend einen Ölwechsel bei einem M156 C63 macht. Aber da sind ganz wichtige Punkte nicht beachtet. Ja, das ist nämlich den Ölkühler eventuell ablassen, ja, wenn man es macht, aber dann die Vorsichtsmaßnahme, den Wagen ganz langsam erstmal wieder auf Temperatur bringen, ohne Großbelastung. Weil, nochmal zur Erinnerung, ihr macht einen Ölwechsel, die Ölkühler sind eventuell sogar ölleer gelaufen, ihr habt Luft im Ölkühler als solches, so, und dann fahrt da los und sagen wir mal mit Öltemperatur 30, 40, 50 Grad und auf der Probefahrt, wenn er meint, oh, jetzt hat er schon 75 Grad Öl, jetzt kann ich mal ein bisschen Gas geben, dann macht der Ölkreislauf auf. Ich weiß auch, dass der sich immer ein bisschen entlüftet, dass da immer ein bisschen Luftzirkulation ist. Aber dann kommt die dicke Luftblase und marschiert durch den Motor durch. Durch die Lagerschein, durch den Nockenwellenversteller, durch die Hydrostöße geht die Luftblase durch und dann gibt es wirklich Probleme und harten Verschleiß in den Teilen. Und dann kann durchunter sowas passieren. Dass sowas passiert, ist äußerst selten, aber es kommt vor. Und gerade bei den SLS-Fahrzeugen, ja, nicht allzu selten. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja ein M159-Motor, der sehr artverwandt ist mit dem M156, also den C-Klasse, E-Klassen, SL-Motoren. Dieser Motor, der kann richtig was ab. Das ist ein richtig guter Motor, was die Performance betrifft. Also setzt ihr hier so einen genannten Heizer drauf, der damit, wenn das Ding warm ist, Volllast fährt. Das kann der Motor, weil der sitzt, guckt mal, geht mal an eine Nürburgring-Nordschleife auf der Rennstrecke, wenn die DTM da fährt. Die fahren heutzutage immer noch mit diesem Motor im AMG GT. Im AMG GT hat es den ja in der Serie gar nicht gegeben. Da ist ja der M178 4 Liter Biturbo drin. Aber im Motorsport haben die gesagt, der Motor ist bestens geeignet für den Motorsport und die Dinger halten. Zehntausende Kilometer halten die Motoren. Richtig gute Dinger. Ja, und 22.000 Kilometer, da schüttelt so ein Ding aus dem Ärmel. Das Problem war hier der Ölwechsel. Und ich meine, jetzt mal fürs Protokoll, damit wir das auch mal für uns gesichert haben als Beweis. Das Ding ist durch. Das ist Lagerschale. Das hat Axel jetzt sofort gleich, da hat er gleich einen richtigen Riecher gehabt. Und da kann ich ihm nur zustimmen, hier brauchen wir keine Öldruckmessung. Das Ding hat sich erledigt. Aber was hätte jetzt passieren können, wenn der Kunde jetzt weitergefahren hätte, es jetzt weiter ignoriert? Ja, guck mal, was haben wir denn hier? Das ist, also erstmal, wir haben hier ein Problem mit einer Lagerschale. Das heißt, diese Lagerschale kriegt jetzt immer mehr Spiel. Die reibt sich durch. Ja, du hast ja oben drauf, hast du
hast du eine Oberflächenschicht, dann hast du im Prinzip eine tragfähige Schicht und danach kommt im Prinzip der Stahlrücken. Das ist dann, die Lagerschale baut ja auf dem Stahl auf. Ich müsste euch das mal zeigen auf dem Diagramm. Da können wir auch später noch mal im Video drauf eingehen. Und die Lagerschale kriegt immer mehr Spiel, das klappert immer mehr und irgendwann läuft Stahl auf Stahl und dann ist der Motor nicht mehr zu retten, weil irgendwann reißt das Pleuel ab und schlägt aus dem Motor raus. Das ist das Schlimmste. Und dann kann so ein Auto auch mal schnell anfangen zu brennen, weil wenn so ein Loch im Block ist und das Öl da rausspritzt und das spritzt noch an den heißen Katalysator, dann wissen wir alle, was passiert. Ne? Aber ist der Motor jetzt noch zu retten? Also kann man den wieder aufbauen? Natürlich kann man sowas retten. Also ich sag mal, im schlimmsten Fall braucht man jetzt hier... Gut, wenn das eine Pleuellagerschale ist und die Pleuellagerschalteile schon in die Zylinderwand gefallen sind, muss man wirklich nachgucken. Natürlich kann man sowas retten. Ne? Im schlimmsten Fall muss man die Kurbelwelle schleifen, da gibt es aber keine Übermaßlagerschalen. Aber das sehen wir alles später. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, was hier passiert. Weil das kann ja sein, dass dieses Fahrzeug wieder zurück zu der professionellen Werkstatt geht. Ne? Also da war ja eine sehr... Ich will nicht, ne, ich will kein schlecht reden. Mhm. Das war schon in einer guten Werkstatt. Ja, und jetzt müssen wir erstmal mit dem Kunden Rücksprache halten, weil das ist ja jetzt außerhalb meiner Verfügung, weil hier geht es jetzt um richtig Geld. Hier geht es um richtig Geld. Gut, also, ich würde das gerne reparieren und instand setzen, Axel auch. Und ich würde mir auch gerne angucken, was da wirklich passiert ist. Und, aber da muss ich jetzt erstmal mit dem Kunden Rücksprache halten, weil die Nummer, die ist groß. Die ist groß. Also, an der Stelle hier erstmal Break und ich informiere euch dann, wenn es dann mit dem Kunden da weitergeht. So, das Video bzw. die Zeit ist eigentlich ein bisschen weiter fortgeschritten. Am Anfang des Videos habe ich euch gesagt, ich zeige euch das noch mit dem Freilauf. Der ist jetzt hier. Nochmal zur Erinnerung, es ist wirklich so, wenn man diesen Wagen schieben möchte, muss man diesen Motor einmal starten, das Getriebe auf neutral stellen und dann kann man den Wagen ausmachen, dann ist der Wagen rollbar. Das hat einfach damit zu tun, der Motor ist vorne, das Getriebe ist hinten und man kriegt nur über Öldruck, der durch den drehenden Motor erzeugt wird im Getriebe, durch eine Ölpumpe, den Gang rausgedrückt. Und für diese Fälle, so machen wir es immer, verwenden wir hier einen Mercedes-Freilauf. Ich kann das mal hier zeigen, jetzt kann ich das auch mal locker nach vorne schieben. Ja, das ist eine Distanzscheibe, ihr seht, guckt mal, die Bremsscheibe dreht sich nicht. Doch, es dreht sich gegensätzlich. Ah, ja, also jetzt gleicht im Prinzip das Differential aus. Aber so können wir mit diesem Trick, können wir diesen Wagen halt schieben, ohne dass wir hier irgendwas dran machen müssen. Ja, es ist auch so, dass ich mit dem Kunden gesprochen habe und meine Vermutung war ja, dass der Kunde jetzt sagt, der Wagen geht dahin, wo das Ganze eventuell passiert ist. Ja, also wie gesagt, es ist ja... Sehr kurz nach dem Ölwechsel sind sofort Klappergeräusche oder direkt unmittelbar nach dem Ölwechsel sind Klappergeräusche aufgetreten. Dann ist der Kunde halt noch einige Kilometer gefahren, die Klappergeräusche wurden lauter und dann hat er auch relativ schnell uns kontaktiert und ich habe gesagt, wenn da Klappergeräusche sind, am besten gar nicht mehr starten. Und er hat jetzt tatsächlich mit der Werkstatt, die den Ölwechsel durchgeführt hat, gesprochen. Und die haben sich angeboten, dass der Wagen, egal wo in Deutschland, zu diesen Niederlassungen halt hingeht und dass danach geguckt wird. Das möchte tatsächlich der Kunde nicht. Und deswegen wird von diesen Niederlassungen bei dem Zerlegen des Motors, wird wer vor Ort sein. Da wird auch noch ein, so wie ich das verstanden habe, ein Sachverständiger vor Ort sein, eventuell doch der Kunde. Und wir werden diesen Motor hier ausbauen, wir werden den Motor hier zerlegen. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, wie gesagt, ich habe die Erlaubnis, aktuell darf hier alles gefilmt werden, ich bin da sehr neutral, dass wir das auch filmen werden. Also wenn ihr das sehen wollt, ja, dann zeigt mir mal mit einem gefällt mir, Daumen nach oben das Ganze, schreibt mal ruhig was in die Kommentare für den Algorithmus, das ist ganz wichtig und wieder dran denken, ich muss das immer oft sagen, 55% von euch da draußen, die jetzt wahrscheinlich das Video sehen, sind immer noch ohne Abo. Abos helfen uns, damit wir tolle Projekte machen können und ich sage euch, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe draußen was stehen, das muss ich gleich noch ausräumen. Lukas, du kannst ja gleich mal hinterherkommen. Ich war wieder Ersatzteile beschaffen. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Zukunftsprojekte, auch im Motorsport. Nächstes Jahr wird es sehr offensichtlich auch mit den Tourenwagen-Legenden wieder weitergehen. Da könnt ihr auch mal was in die Kommentare zuschreiben, ob euch dieser Content wirklich interessiert. Weil da hätte ich relativ viel. Und da gibt es auch viele, viele Sachen, die
alle hier im Betrieb noch gar nicht wissen, die Jenny nur zum Teil weiß. Also da wird auch was ganz Interessantes passieren und ich glaube, wir müssen auch demnächst noch mal ein Update-Video zum Wohnmobil machen. So, ich gehe jetzt nach draußen, ich habe euch das gezeigt und ich glaube, das kann hier wirklich sehr interessant werden, weil es bisher nur Vermutungen sind und keine Tatsachen. Also. Ja, ich war mal wieder unterwegs. Ich war mal wieder auf der Ersatzteiljagd, wie man sieht. Und nein, ich war nicht in Remscheid bei der Firma Z. Ich sag auch gar nicht, wo ich gewesen bin. Das möchte ich nämlich gar nicht. Und wenn ihr mal guckt, ich habe nämlich viele alte historische Teile hier mal wieder ergattern können. Und nicht nur Teile, sondern auch wenn ihr mal guckt hier. Auch andere Teile, viel verschiedene Sachen zusammengetragen. Ja, hier, guck mal, da. Hier, Motorenblöcke. Ha! Das reicht jetzt. Ja, das sind die besagten krassen Geschichten, die noch in der Zukunft stehen, die mir auch echt alles abverlangen, das muss man wirklich sagen. Und das ist auch das wirklich, wovon dieser Kanal lebt. Der Kanal lebt von euch da draußen, von euren ja, Abonnements, die ja für euch kostenlos sind. Das Einzige, was euch bei YouTube angezeigt wird, ist Werbung. Das wird auch mir angezeigt. Das ist nun mal so, auch wenn ihr einen großen Fernsehsender guckt oder auch Radio hört. Werbung gehört halt einfach dazu. Und das bezahlt uns ja durch, ja, wir kriegen von YouTube auch gewisse Werbeeinnahmen. Das ist so, leider nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Aber wir kombinieren das halt mit der Werkstatt relativ gut. Und wichtig ist im Prinzip diese ganzen Likes. Wichtig sind im Prinzip wirklich diese ganzen Abonnements, die ja dann da sind. Und das hilft mir, zu einem Hersteller zu gehen oder dass Hersteller auf uns zukommen. Also wir haben ja wirklich tolle Hersteller, mit denen wir inzwischen zusammenarbeiten. Eventuell habt ihr schon... Nee, kommt noch. Ein Video zum Thema Öl gesehen, da waren wir in einem Ölwerk. Also da kommen wirklich noch ganz, ganz viele tolle Sachen und das geht nur mit euch zusammen. Ihr helft mir dabei oder ihr helft euch selber, dass wir das machen können, was wir machen. Und das ist gerade Thema Reichweite, ist ultra wichtig für uns. Vielen Dank für das Ganze, habt eine schöne Zeit und ich habe wieder ganz groß was zum Puzzeln und ich verspreche euch, ihr werdet immer dabei sein, wenn ihr uns zeigt, dass ihr das auch wirklich sehen wollt. Bis denne, tschüss!